Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder auf der YouTuber-Insel am Start und ich habe ein bisschen lauschen können, dass Sio und Sitashi sich gleich treffen wollen wegen dem Unheil Null, wie wir da reinkommen. Und die treffen sich wohl anscheinend bei Sitashi zu Hause. Deswegen, bevor die da sind, will ich mich jetzt gerade mal kurz da positionieren und die mal kurz eben belauschen, weil ich wissen will, was da los ist, Alter. Ich gehe mal hier irgendwie auf das Dach oder so. Ich glaube hier. Ich bin so gespannt, welche Theorien ihr eigentlich in den Kommentaren habt, was das Unheil betrifft. Also wie wir das Tor auch überhaupt aufbekommen. Diese ganzen Lauchkrieger, Mauchkrieger, Toilettenkrieger da, die erzählen uns ja nichts. Das ist das Problem, die sagen uns halt nichts. Weil wir sind ja die bösen Höllenkrieger und sowas. Deswegen spioniere ich jetzt einfach nach. Weißt du, ist jetzt hier? Okay, geht rein. Er geht rein. Hallo? Okay, Leute, psch, psch, psch. Bro, pass auf. Warte, geht zu. Er ist schon draußen. Er ist schon draußen, Bro, den sehen wir nie wieder. Komm schnell rein. Hey, bist du rausgegangen? Wie hieß er? Bro, es tut mir leid, dass wegen mir deine Fehler Jefferson gegangen ist. Jefferson. Ja, komm rein. Digga, was labern die? Jefferson. Bro, ach so, er hier. Das hab ich ja noch nie gesehen. Bro, die waren alle draußen. Ich musste alle wieder einfangen, weil irgendjemand die befreit hat. Check auch nicht warum. Aber das ist schon eh krass. Okay, komm, laber jetzt nicht so viel, Digga. Ich will wissen, was ums Unheil geht, Digga. Ich wollte auch damals mir einen holen, aber ich dachte mir, nee, dieser Aufwand ist zu krank und deshalb habe ich das nicht gemacht. Aber du hast ja so übertrieben viele. Ja, Bro. Aber Bro, ist ja auch egal. Erstmal mega krass, dass du so viele Feen hast. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt direkt das Rätsel lösen, Bro. Ey, ich habe keine Energie mehr. Wir müssen langsam herausfinden, was das ist. Hast du schon weitere Theorien gefarmt und gesammelt und keine Ahnung was? Bro, ich habe ein bisschen nachgedacht, aber mir ist wirklich nichts eingefallen. Ich bin dir ehrlich. Ich habe nämlich einige Theorien, Bro. Guck mal, das du hast es doch selber auch erwähnt. Du hast doch über die Köpfe geredet. Lass uns mal direkt dahin fliegen. Geh die zum Unheil Null? Jo, warte, ich muss da auch hin. Ich muss da hin. Ich muss wissen, was da los ist. Aber ich darf nicht dieselbe Route fliegen. Ich glaube, die gehen zur Festung von Tobi. Ey, die dürfen mich nicht sehen. Ich muss niedriger fliegen. Warte. Ich glaube, die sind schon drin, Alter. Eventuell. Hä? Raus. Oh, Jungs, Alter, was geht? Ein Höllenkrieger direkt wieder. Ja, was für ein Krieger. Wir sind gerade dabei, die Lösung herauszufinden und ich sag dir, ja. Du wirst uns nicht davon abhalten, okay? Nein, ich will die Lösung wissen, du Lauchbruder, Alter. Warum redest du jetzt wieder so? Was haben wir denn getan? Ey, Mann, ihr stresst mich doch schon direkt an, Mann. Ihr wollt mir hier von der Lösung nichts sagen. Guck mal, das Ding ist, deine Leute haben mich gestern angegriffen und die wollten unser Buch klauen. Das Buch, was wir neu gefunden hatten. Itachi, ist da nicht dabei? Ja, natürlich. Was für ein Buch, Alter? Hat dir dein Alpha-Clan oder die Höllenkrieger, haben die dir das nicht mitgeteilt? Nein, ich habe davon nichts mitbekommen. Was für ein Buch, jetzt sag mal. Guck mal, das Ding ist, immerhin redest du ja normal mit uns. Deine komischen Leute haben uns bedroht und haben gesagt, du musst uns das Buch geben. Natürlich geben wir dann euch das Buch nicht. Aber wenn du ganz lieb fragst, dann können wir dir das Buch auch geben. Ganz lieb fragen, Alter. Willst du mich jetzt dazu zwingen, oder wie? Ja, musst du wissen. Entweder arbeiten wir hier zusammen und versuchen das Geheimnis... Ja, okay. Ja, könnt ihr mir bitte das Buch geben? Guck mal, wie er sich überwinden muss, Leute. Chicken Wing. Digga, Bro, ich hab gerade rausgehört, wie er sich überwinden musste. Ja, so mit richtig Krampf. Er hat das jetzt nicht krampfhaft gesagt. Ey, ich hab doch nur Spaß gemacht, yo. Es war nicht krampf, ey. Ja, komm, wir müssen eh zusammenarbeiten. Gib ihm einfach das Buch. Und wenn du fertig gelesen hast, komm dann mit raus. Gib ihm das, oder? Wir können ihm schon vertrauen, Itachi. Außerdem, wir warten draußen, oder was? Von dem, was im Text steht. Stimmt auch. Ja, komm raus, weil ich muss mal Itachi was erzählen. Lies dir das und dann komm einfach rüber, ich lese hier, Alter. Ey, Jungs. Ich hab das Buch einfach. Das ist auch original, also das ist kein Fake. Den stürmischen Tanz der Gedanken zwischen den Welten von Wissen und Wagemut erhebt sich der Mensch mit seiner unerschütterlichen Macht des Geistes, um die Grenzen des Unmöglichen zu durchbrechen und das Universum mit seiner Kreativität zu durchdringen. Oh mein Gott, Digga, das muss ich Timmy unbedingt zeigen. Aber ich muss sie jetzt verfolgen. Ich muss sie weiter belauschen, Leute. Da ist er. Kiro, komm mal her. Hey, yo. Und, hast du irgendwas identifizieren können aus dem Text? Du bist doch so schlau, oder nicht? Ja, also ich muss das noch ein bisschen analysieren, dann mit meinen Höllenkriegern, weißt du? Ja, mit deinen Höllenkriegern. Achso, jetzt willst du das denen doch das Buch geben, oder was? Nein, ich lese es denen nur vor, ich behalte es. Ehrlich. Hm. Itachi, sollen wir ihm das Buch wirklich geben? Soll er das ausgeben? Bro, ich sag euch ganz ehrlich, also Screenshots habe ich so oder so gemacht, aber ich will, dass die mir halt glauben, weißt du?
Serious okay. Brosio. Ich brauche ja Beweise. So. Ey, ey, gib mir dein Christmas Wonders hin, Digga. Ey, ey. Hat sowieso Angst vor mir. Bro. Chicken Wing. Guck mal, ich sagte ehrlich, wir können dich jetzt angreifen und dir das Buch wieder zurücknehmen. Oder wir machen das so. Wir können jetzt gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben nämlich vielleicht einen Hinweis herausgefunden. Weil, guck mal, das ganze Buch basiert sich auf Wissen, auf Gedanken, auf Kreativität. Ja, yeah, richtig, überleg richtig. Mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir waren in diesem geheimen Raum, wo die Null war. Und da drinnen war ein Kopf, ein Skelettenkopf. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass irgendwie die Köpfe dafür benutzt werden müssen. Deshalb, wir machen dir jetzt einen Vorschlag, Kiro, weil du schon oft draufgegangen bist. Ich bin zum Beispiel noch nicht draufgegangen. Mein Kopf ist leider noch nicht im Umlauf. Also, was heißt leider? Also, im Sinne von leider für dich meine ich das. Bald schon, Alter. Du wirst uns deinen Kopf ausleihen. Kriegen wir das hin? Also, bist du mir gerade drohen damit, oder wie? Nee, ich sag nur, komm, du kannst sogar selber deinen Kopf droppen. Hast du deinen Kopf gerade bei dir? Bro, ich hab ihn dabei. Ja, okay, dann komm mal mit. Wir droppen jetzt deinen Kopf vor dem Portal. Weil bis jetzt haben wir das alle nie gemacht. Was passiert, wenn man den Kopf vor dem Portal hinschmeißt? Ja, okay, lass mal gucken, okay. Was passiert. Ey, wenn das der Durchbruch wird, ich erzähl den Höllenkrieger sofort davon. Okay, hier jetzt warte, direkt warte, davor. Warte. Ja, versuch das mal mit dich oder so zu machen. Oder vielleicht doch direkt davon. Nee, mach das mal vielleicht okay, warte, mit warte. Hier einfach. Also ich habe hier meinen Kopf in der Hand. Könnt ihr den alle sehen? Ja, wie schön. Ich schwöre, guck mal, richtig hübsch, Alter. Schau mal. Ja, du hast schon zweimal deinen Kopf. Das schickste Chicken der Welt hier. Chicken-Kopf-Larry okay. mit seinem Ey, yo, jetzt, hör auf jetzt. Hör auf jetzt! Mann! Okay, also bitte, ich sag's so. Bist du bereit, deinen Kopf zu verlieren? Ich bin bereit. Hab ich schon verloren, Alter. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Tobi! Tobi ist da. Oh mein Gott. Denkt ihr immer noch, es wäre so einfach? Ja. Hat Tridan euch nichts gesagt, oder was? Ich habe bei Tridan in seinem Video gesehen, dass genau das gleiche passiert ist. Und da dachte ich mir, vielleicht tauchst du auf und erzählst uns eigentlich einen neuen Hinweis. Hä, du hast mich nur benutzt! Ich gebe euch keine Hinweise. Ja, das stimmt, aber vielleicht kannst du so ein Auge zudrücken. Apropos Auge, dein Auge wird gefühlt immer größer und neben dir sind ganz viele andere Augen. Ey, er ist rot geworden, sag nichts mehr, Alter! Alles gut, bevor ich hier gleich meinen Totem verliere, ich bin leise. Alles gut, Tobi, du hast gesagt, du hilfst uns nicht. Das reicht schon. Redet mit Lukas. Was? Mit Lukas? Der ist sogar online! Ja, dann sollten wir mit ihm reden. Dann hat er doch gerade uns theoretisch doch einen Hinweis gegeben, oder? Ja, er hat doch immer gesagt, Lukas ist der Schlüssel. Ja. Also. Jungs. Hä? Lass es mal rausgehen. Wo ist Lukas, Alter? Sollen wir mal mit Lukas wirklich reden? Kann ihn jemand von euch mal anschreiben und sagen, dass er herkommen soll? Ja, ich sollte das, glaube ich, nicht machen, Alter. Bei dir wird das safe nicht kommen. Ja, bei mir denkt er, ist eine Falle, Digga. Hühnchenkopf, Larry. Ey, du Lauchbruder, Alter. Hast ja doch eine sympathische Seite, wenn man doch mit dir zusammenarbeitet. Ey, guck mal, ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab einfach keinen Bock, dass die YouTuber-Insel kaputt geht. Ja, jetzt einmal, ne? Nein, guck mal, es ist von Anfang an schon so gewesen. Ich hab ehrlich keinen Bock, dass die YouTuber-Insel kaputt geht. Ey, Lukas! Das ging ja schneller als erwartet. Guck mal, Lukas. Du bist die Deutsche Post, oder was? Wir hören dich nicht, wenn du reden solltest. Du bist wieder komplett gemutet. Ich war gerade da vorne beim Portal, deswegen, keine Ahnung, was macht ihr hier? Lukas, es wird langsam Zeit, dass du wirklich mit uns Tacheles redest, okay? Ja. Wieso? Also, wieso jetzt plötzlich, oder? Du bist der Ex-Admin gewesen. Versuch nachzudenken. Was hat es mit den Köpfen auf sich? Wie mit den Köpfen? Was meinst du mit Köpfen? Es muss was mit den Köpfen zusammenhängen. Guck mal, wir haben jetzt gerade... Mit welchen Köpfen denn überhaupt? Wir haben einen Kopf gerade von Kiro gedroppt. Tridan hat das gemacht. In diesem Buch steht irgendwas mit Kreativität und Wissen und Bibliothek. Das kann doch nur was mit den Köpfen zusammenhängen. Und damit hast du auch immer gesagt, sammelt alle Köpfe, dann passiert irgendwas. Ja, aber das gibt doch keinen Schlüssel als Belohnung. Aber Tobi hat gesagt, wir sollen mit dir sprechen. Also was weißt du? Was verheimlichst Itachi, du? Itachi, komm mal her. Kiro, du kannst ja weiterhin versuchen, von Lukas die Antworten rauszukriegen. Ja, ich prügel dich welche aus. Welche Antwort denn überhaupt? Ja, sag doch jetzt einfach. Tobi kann doch nicht ständig sagen, dass du der Schlüssel bist. Tobi sagt jetzt gerade vorher, als wir das mit dem Kopf versucht haben, wir sollen mit dir reden, Digga. Was weißt du, was wir nicht wissen? Ich weiß nicht, was ihr eben gerade gemacht habt. Ich komme hierher und ihr sagt irgendwas mit Köpfen, aber ich weiß gar nicht, was abgeht. Ja, hör zu. Wir haben gerade versucht, da vor dem Tor habe ich meinen Kopf hinplatziert oder halt hingespissen und dann hat Tobi den zerstört. Hat danach gesagt, glaubt ihr, das ist immer noch so leicht in seiner dunklen, düsteren Stimme und dann hat er gesagt, wir sollen mit dir reden. Checkst du es jetzt? Ja, aber
Auch nicht. Also du hast ihn genauso wie Trina hat das auch mal versucht. Ja, ich habe mich geopfert, habe Trina meinen Kopf gegeben, habe ihn da gedroppt und dann hat Tobi gesagt, ja, denkst du, das ist so leicht? Richtig, das hat er uns gerade auch gesagt, aber er hat danach ja, dazu gesagt, soll ich wir sollen mit dir reden. Das hat er gesagt. Ja, was soll ich euch denn sagen? Ich habe Trina genau das gleiche gesagt. Was weißt du? Du verarschst uns doch die ganze Zeit schon. Aber was soll ich denn wissen? Sag mir, was ich wissen soll. Ihr sagt mir, ich soll irgendwas wissen, aber bezüglich was soll ich etwas wissen? Du weißt, wie das Tor aufgeht. Ich weiß es nicht. Sag ich jetzt einfach. Ich bin davon fest überzeugt. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder du weißt, was auf uns zukommt und du weißt, dass die Insel untergeht. Das weiß ich auch nicht. Reini weiß das safe mehr als ich. Ich weiß wirklich nichts. Hä? Und ihr erzählt mir hier irgendwas von Köpfen, obwohl gestern, also ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Tridan meinen Kopf dahin geschmissen hat und dass anscheinend ihr heute da deinen Kopf hingeschmissen hat. Aber was hat das denn ganz mit mir zu tun? Ich hab doch meinen Kopf schon gegeben. Ey, das hat Tobi gesagt, wir sollen mit dir reden. Wir reden jetzt mit dir, also, rück raus. Und was ist, wenn das irgendwie nur eine Irreführung ist? Ich hab doch selbst keine Ahnung, was er meint. Ja, das hat er immer schon gemacht, oder nicht? Er spricht in Rätseln, aber er macht keine Irreführung. Man kommt immer aufs Ergebnis. Ja, keine Ahnung, was das Ergebnis sein soll. Was ist los? Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Hä? Kannst du mir deinen Kopf geben? Ja, Bro, habt ihr eine Ender-Chest? Ich hab noch eine in meiner Ender-Chest. Habt ihr eine dabei? Hast du eine? Kannst du die platzieren? Ja. Aha, was hast du vor, Bro? Ja, sag mal. Ja. Nimm mal den Kopf raus. Ja, okay. Hier, guck. Das ist ein bisschen. So, hier. Wenn das jetzt richtig sein sollte, dann wird vielleicht Tobi auftauchen und uns das bestätigen können. Was meinst du denn? Ja, wollen wir nicht einfach mal alle gemeinsam dahin gehen? Weil er meinte, ihr sollt mich fragen. Wenn ich aber dabei bin, während ihr den Kopf droppt, dann kann er ja nicht sagen, ich soll zu euch gehen. Bleib mal hier. Ja, soll ich nicht mitkommen? Also bei uns meine ich, ja. Ach so. Was hast du denn jetzt vor? Ich habe eine andere Idee. Jungs, ich will nicht zu viel verraten. Ihr müsst selber drauf kommen. Versucht mal zu überlegen. Itachi, du müsstest doch eigentlich drauf kommen. Bro, ich habe das gerade schon den Zuschauern erzählt. Vielleicht, Bro, also ich glaube, es könnte was mit dieser Null hier auf sich haben. Habe ich recht? Bro, Lukas, kannst du das auch bestätigen? Bitte bestätige das. Das ist was mit der Null zu tun hat? Bro, wegen ich check nicht, diesem was du Ding meinst, da. Weißt du noch, als wir in diesem Geheimraum waren? Ja, da waren danke, Bro. Ja, genau. Was haben wir da gesehen? Kopf. Köpfe. Das waren Skelettköpfe, das waren Mobsköpfe. Probier das mal bitte aus. Was denn? Ich check gar nicht, was ihr meint. Drop dein Kopf hier hin. Einfach am Portal. Droppen? Setzen geht doch nicht, oder? Es hat geklappt! Es geht! Okay. Habt ihr das gehört? Warte mal, was? Kiro, let's go, Junge! Oh mein Gott! Hey! Ich hab den Kopf. Kommt das jetzt nochmal? Nee, ich glaube, eins passt jetzt. Das ist einmal aktiviert schon. Hä, krass! Brauchen wir einfach nur alle Köpfe. Oh. Oder also, halt eine gewisse Anzahl von. Müssen wir einfach hier alles mit Köpfen 1, voll machen 2, drumherum, 3, oder 4, was? 5, 6, 7, 8, 9 Leute. Es sind gerade genau nur 4 Leute anwesend. Habt ihr noch Köpfe? Ach du grüne Neune. Nee. Jungs, 10, wir müssen 10, alle. Das ist die letzte Möglichkeit. Alles andere macht keinen Sinn. Wir müssen wirklich. Gott. Also, ich glaube, wir müssen wirklich alle zusammentrommeln und alle Köpfe sammeln. Oh mein Gott. Ey, ich muss dir ausnahmsweise zustimmen. Aber das sind 10, ehrlich. Wir hatten gerade 9 gesagt. Wer von euch ist ein Mathe-Genie? Jetzt brauchen wir also 9 fehlen noch. Aber insgesamt 10 brauchen wir, oder? Aber 10 Moment Stück. Mal. Vielleicht zählt 10, das Äußere 11, aber auch dazu, 12, weil wir sind ja viel, viel mehr auf der Insel. 16, 17, 18, 19. Kommt sogar hin, wir waren sogar letztes Mal 19. Ja. Ich glaube, es war 20 oder so. Wir waren also, viel, meint auch viel mehr. Also, ihr meint auch hier am Obsidian? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, das sind 20, Slots hier drumherum, mit dem Obsidian. Waren wir 20 oder 19 letztes Mal? Bro, ich hab nicht mitgezählt, um ehrlich zu sein. Jungs, wir waren wirklich 20. Ach du Grün, doch, mit Flo kam doch als letzter dazu. Ah, stimmt. Ich check's, Jeder muss sich also einmal opfern. Das ist so perfekt, einfach abgestimmt worden von... Bro, Tobi ist ein Genie. Leute, dieser Typ ist ein Brain. Als ob er genau kalkuliert hat. Ey, ich komme nicht drauf klar. Von Anfang an, diese 7, seitdem diese 7 am Start ist, ist alles einfach von ihm geplant gewesen. Von Anfang an bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Bro. Ich sag es nochmal, ihr checkt hier jetzt. Wenn das die Lösung ist, was hat das mit mir zu tun? Er wollte, dass ihr mich beschuldigt oder irgendwas macht. Wie sollte ich denn darauf kommen? Ihr seid ja doch jetzt drauf gekommen, oder nicht? Vielleicht seid ihr deswegen überhaupt ins Grübeln gekommen. Wer weiß das, Alter? Oh, da ist Tobi! Hey, Tobi! Tobi! Vielleicht bist du wirklich einfach vergesslich, Lukas. Hä?
Überleg doch mal, was man eigentlich mit den Köpfen machen sollte, ursprünglich. Essen. Mit den Köpfen? Und wo die Burg ist. Oh mein Gott. Sag, was weißt du? Was weißt du? Ihr wisst das noch nicht, aber... Oh nein, 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 nein. Sag, sag jetzt! Es war wirklich die ganze Zeit so offensichtlich. Xiu, du weißt doch noch am Anfang der YouTuber-Insel. Es gab eine richtig, richtig, richtig geringe Chance, dass dein Kopf gedroppt ist. Bevor das Ganze mit den Pistons gegangen ist. Und da hat doch irgendwer am Anfang irgendwie... Du hattest, glaube ich, sogar Stanis Kopf bekommen, oder nicht? Oder irgendwer hatte den auf jeden Fall. So richtig, richtig gering. War der Erste, der seinen Kopf verloren hatte. Stani war der Erste, der diesen Kopf bekommen hatte. Und damals hieß es ja, man kriegt irgend so ein besonderes Item. Ja, genau. Niemand hatte es zu dem Zeitpunkt geschafft. Sogar bis zu dem jetzigen Zeitpunkt hat niemand geschafft, alle Köpfe zu sammeln. Und es war immer die Frage danach, was die Belohnung dahinter ist. Und ich habe die ganze Zeit nicht dran gedacht, weil die Belohnung was ganz anderes war. Ich schätze mal, hier steht immer noch die Belohnung. Aber es war kein Schlüssel oder irgendwie irgendwas, ein Weg zum Portal oder sowas. Ich weiß nicht. Jetzt sag, was war denn die Belohnung? Kann ich ja jetzt sagen, oder nicht? Prinzipiell kann ich ja jetzt sagen, was die Lösung davon ist. Deswegen, das hat doch nichts mit dem zu tun. Ich weiß nicht, was Tobi damit hat. Sag, was war die Belohnung, Digga? Also, Stu, du weißt doch, dass der Alpha-Clan, also die Höllenkrieger jetzt... Ja, Höllenkrieger! Höllenkrieger! Oder? Ja. Aber das ist erst alles durch die Höllenkrieger und durch Tobi gekommen. Das eigentliche Ziel, wenn man alle Köpfe bekommen hatte, ist, dass man durchgängig Totem-Effekte hat und OP-Gold-Äpfel-Effekte hat. Was? Das heißt Regeneration und Absorption und noch so Stärke. Das also heißt, dass mit anderen Worten, so eine Art Talisman oder was? Genau, so ein Talisman, den man durchgängig hat. Sterblichkeit. Oh mein Gott. Das ist die eigentliche Belohnung, wenn man alle Köpfe hat. Deswegen, ich verstehe nicht, was Tobi jetzt damit hat, dass ich darauf kommen sollte, dass man alle Köpfe hier hin platzieren muss. Okay, halt. Vielleicht will er Unsterblichkeit. Ich bin mir sicher, nein, ich bin mir ganz sicher, dass das umprogrammiert worden ist. Das heißt, wenn man alle Köpfe jetzt sammeln würde, dann würde man kein Talisman bekommen, sondern... Warte mal, Xiu, ich weiß jetzt, warum hier... Weißt du, was hier vorher war, Xiu? Bevor die Burg hier war? Der Nullpunkt. Guck mal nach draußen! Weißt du, was hier war? Der Nullpunkt. Der Spawner. Der Spawn! Wo ihr alle hier gestartet habt! Oh mein Gott! Hast du auch gedacht, als Gott, Einlösung, Digga, für alle Köpfe? Das war der Ort, wo ihr alle Köpfe einlösen solltet. Aber es ist ja jetzt die Burg und nicht mehr der Spawn. Deswegen weißt du es eigentlich die ganze Zeit schon. Nein! Oh mein Gott. Ich wusste, ich hab vergessen, dass das hier der Spawn ist. Ja, aber du warst ja der Admin, deswegen wusstest du eigentlich das, also hättest du drauf kommen können. Ja, jetzt macht alles einen Sinn. Es macht alles wieder einen Sinn. Bro, mein Kopf explodiert, Leute. Ich meine, ich war nicht mal zu der Zeit da. Ich bin ja viel später gekommen. Darum bist du so oder so immer die Lösung gewesen. Das heißt, wir brauchen einfach alle Köpfe oder was? Jungs, ich bin scheinbar. Es macht doch keinen Sinn, dass dieser rote Faden von Anfang an bis jetzt einfach perfekt war. Wie krank ist das? Oh mein Gott. Das heißt, aber dass ich im zweiten Unheil dazugekommen bin, war einfach auch nur Teil des Puzzles. Das heißt, das war auch Plan einfach nur, dass du dazukommst. Boah, mein Kopf explodiert gleich, ich schwöre bei Gott. Wir sind wirklich alle irgendwelche Bauern auf einem Spiel. Alter, ich fühle mich gerade sowas von benutzt, Alter. Holy shit. Ich bin ein Springer. Ich dachte, ich bin voll der Auserwählte. Frage, Jungs, was machen wir? Spielen wir da noch weiter mit? Oder brechen wir das ab und bringen ihn nicht diese Köpfe? Was passiert dann? Bro, stell dir vor, er bekommt Unsterblichkeit, wenn wir alle Köpfe hier sammeln. Ja, das ist, was er vielleicht will. Und dann können wir ihm nie wieder Admin oder so wegnehmen. Er ist der Admin. Er kann ja alles machen. Ja, aber er hat ja eine Schwäche. Stell dir vor, dann können wir ihn niemals wieder Admin wegnehmen oder so. Vielleicht kriegt er Rechte wieder oder irgendwas. Wir müssen es ausprobieren eigentlich. Was war das? Was war das? Ich hab nichts gehört. Da war so ein Beam-Sound irgendwie. Ja. Ich hab nichts gehört. Hä? Bro, putz mal deine Ohren, Alter. Ich glaube, das war eh nur irgendein Bug oder sowas, keine Ahnung. Aber das heißt jetzt, wir brauchen alle Köpfe. Aber hey, lass mal Kopf da dran, Mann. Weil es sind doch längst mehr als 20 Leute auf der YouTuber-Insel. Oder waren zumindest. Wenn man die ganzen alten Leute dazu berechnet. Ja, aber es sind ja einige Köpfe im Umlauf. Deswegen vielleicht müssen wir die auch alle einsammeln. Ja. So, ich glaube zum Beispiel, Ente hat zum Beispiel Banks Kopf und sowas. Das Ding ist, ich würde das vielleicht gerne von Tobi bestätigt bekommen. Ja, Tobi, Tobi auch einfach... Obwohl, hat er das jetzt gerade schon bestätigt, dass die Köpfe die Lösung sind? Eigentlich schon, wir haben den platziert. Sound gemacht. Es hat einen Sound gemacht. Ja, richtig, wir haben den platziert und da gab es dieses Dingelingling.
Tingelililing. Und es macht ja auch alles Sinn, Hugh. Warum ich das wissen hätte sollen, was das hier überhaupt ist, der Spawn. Richtig. Was es mit den Köpfen auf sich hat. Nur die Belohnung macht keinen Sinn. Vielleicht hat Tobi ein kleines Detail im Code geändert, sodass die Belohnung sich geändert hat. Dass die Belohnung einfach das Tor der Schlüssel für diesen Raum ist. Dann geht einfach das Tor Ding auf. Das ist das, was ich auch glaube. Ich glaube, man bekommt keine Items mehr. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Frage, was passiert, wenn wir wirklich bei diesem Spiel mitmachen? Ist es vielleicht nicht schlauer, weil Reini hat das auch schon die ganze Zeit gesagt. Vielleicht ist es sogar schlauer, dass wir dieses Portal nicht öffnen. Denn auch in den Kommentaren wird oft ganz oft geschrieben, Sue, alles basierte immer auf Entscheidungen. Das ist ja dann dementsprechend unsere Entscheidung, ob wir quasi da reingehen wollen oder nicht. Richtig. Aber vielleicht ist auch die Entscheidung, ob wir unseren Kopf opfern wollen oder nicht. Vielleicht ist ja, aber, irgendwie, ey, irgendwie die Erlösung. Ich check das. Check doch einfach mal ab. Warum machen wir das? Wenn wir das machen, dann lassen wir einfach bloß das Monster frei. Wenn wir es nicht besiegen, dann ist die YouTube-Insel dahin. Aber was ist, wenn wir es besiegen? Genauso wie die allen anderen Unheile. Wir haben bisher jedes Unheil besiegt. Ja, schon, Digga, schon. Aber weißt du, es ist so 50-50-Chance. Entweder es passiert irgendwas Krasses oder wir haben dann einfach nur wieder Krieg, so wie davor. Oder die Insel geht einfach kaputt. Warum wollen wir dieses Monster freilassen? Wozu? Wieso freilassen? Wir besiegen es. Wir lassen es nicht frei. Wir besiegen es. Ein kleiner Vorgeschmack. Ein kleiner... Was hat er gesagt? Ein kleiner... Vorgeschmack. Er war irgendwie abgehakt bei mir. Warum höre ich nicht? Was ist Lukas? Ich bin Operator. Was? Hä? Ey, warte mal. Will der sagen, du wirst wieder Operator? Er hat mich nur geprankt. Es steht im Chat. Tobite made Alex KPZ Operator, aber ich habe direkt einen Befehl ausgeführt, das hat nichts gebracht. Nein, will der damit sagen, dass du wieder Admin wirst, wenn wir es geschafft haben? Stimmt, er hat gesagt, ein kleiner Vorgeschmack. Richtig. Ich sag euch, es ist mir egal, was ihr denkt, wir machen das. Scheiß drauf, was ihr denkt. Ich will aber nicht. Bist du irgendwie machtsüchtig oder so? Warum willst du unbedingt wieder Admin sein? Ey, was wird denn aus dem Plan? Ich darf nicht vergessen, guck mal, Itachis Kopf war noch nie im Umlauf, mein Kopf auch noch nicht. Und das Ding ist, das kommt auch noch dazu. Vielleicht Opfer wollen bringen. Wir das gar nicht. Ja, aber das Ding ist, für was für ein Opfer bringen wir denn? Also, wie gesagt, wir wissen auch noch nicht mal, ob das positiv oder negativ ist. Ja, deswegen, ich bin mir auch unsicher. Bro, wir müssen das auf jeden Fall mit allen erstmal besprechen. Das macht so keinen Sinn. Also, ich bin mir jetzt sicher, wir brauchen mindestens 9 weitere. Dann kommt halt noch dazu, entweder haben wir das mit 9 dann geschafft oder Obsidian müsste auch nochmal aufgefüllt werden. Boah, und vielleicht. So wie ich ihn kenne jetzt mittlerweile, bin ich mir sicher, dass das sich auf alle beziehen muss. Es macht keinen Sinn, wenn nur einfach 8-9 Leute ihre Köpfe opfern und dann irgendwas aufgeht. Vielleicht müssen ja auch auf diese weißen Blöcke die stärksten auf diesem Server oder die am krassesten da sind und außen die nicht mehr da sind. Vielleicht ist es aus... Warte mal, wie hast du das abgebaut? Ich hab's einfach abgebaut. Aber denn, du meinst nach außen die Schwächsten oder wie? Ja, dann müsstest du... Ich hab gesagt, aber die nicht mehr da sind. Itachi, komm. Ich kann die nicht abbauen. Mhm. Oh Mann, ey, das ist wirklich so kompliziert. Man kann die nicht mehr abbauen. Also, nein, es geht nicht mehr. Man kann die nicht abbauen. Wie hast du den hinplatziert? Ich weiß es nicht. Das hätte dann auch nicht gehen sollen. Vielleicht bedeutet das, dass er es richtig platziert. Oh mein Gott. Egal, ich würde das erstmal so lassen. Ja, wir können eh nichts mehr machen. Wir können eh nichts mehr dran ändern. Wir sind viel zu wenige. Ja, Digga. Niemand ist online. Nee, Mann. Wir müssen erstmal den anderen überhaupt mitteilen, was wir gefunden haben. Wir müssen den anderen unbedingt alles erzählen. Glaub schon. Ja, dann könnt ihr ja schon mal allen anderen erzählen gehen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich werde Timmy auch zur Vernunft bringen. Ja, ich bin ja seine rechte Hand. Auf mich hört er am meisten. Das heißt, die Höllenkrieger werden auf mich hören. Vernunft bringen, jetzt wo er heiratet. Nein, nicht zur Vernunft. Ich werde zu ihm sagen, hey, chill. Das ist ja ganz komisch alles, aber okay. Nein, hör mir zu, ich schaff das. Okay. Wenn er ein Opfer bringen muss, so wie du, dass er seinen Kopf an diese Wand da klatschen muss. Ich werde ihn dazu bringen können, also dass er einfach mitmacht. Also ich sag mal so... Platzier mal bitte nochmal die Endertruhe, Itachi. Mhm. Auf Ehre. Kommt dir das bekannt vor, Mr. Hühnchenkopf? Ey! Hey, du hast sogar einen Tobias-Kopf? Wo hast du den her? Weißt du nicht, als ich das Unheilschwert benutzt hatte? Ich habe doch ein Schwert gehabt. Digga, dieses Versuchungsding. Das heißt, es war doch nicht umsonst. Oh mein Gott, du hast... Also, ey, aber was ist, wenn... Guck mal, was ist, wenn wir nicht einfach nur die Köpfe dahin platzieren müssen, sondern jeder seinen eigenen Kopf dahin platzieren muss? Weil nur bei mir hat es dieses Geräusch gegeben, als ich meinen Kopf platziert habe. Das ist auch eine sehr gute Theorie. Ich glaube, vielleicht bringt es gar nichts, dass du Timmys Kopf hast. Du bist doch nicht so doof, wie ich mir das vorgestellt habe. Alter, so ist das hier. Das war echt schlau, was du gesagt hast.
Deswegen musst du deinen eigenen Kopf besorgen. Jeder muss dir seinen eigenen Kopf mal einmal besorgen. Ach, oh Leute, mein Gott. Ich muss mit die Tasche reden, weil das Ding ist. Ey, mein Kopf raucht, ich hau jetzt ab, Alter. Tasche, das willst du gar nicht machen, oder? Ich will meinen Kopf nicht aufgeben, warum sollte ich? Ey, okay. Wir haben auf jeden Fall die krasse Theorie. Timmy werde ich auf jeden Fall davon überzeugen. Ich bin mir aber einfach nicht sicher, warum sollten wir einfach dieses Monster da freilassen? Ich meine, Lukas, okay, mein Gott, er sagt, wir besiegen die, Alter. Aber er ist halt einfach auch nur einer von diesen ekelhaften Leuten, weißt du? Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren jetzt. Ich habe das Buch noch. Wir haben gar nicht mehr an das Buch gedacht. Das kann ich dann Timmy auch zeigen. Alter, let's go. Lasst ein Like, Abo und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge.